Das neue Kapitel 4 ist zwar erst vor kurzem gestartet, aber es gibt jetzt schon wieder neue Infos zu Gratis-Items, die wir bald alle bekommen können. Und zwar gibt es bald wieder ein neues Wiederbeleben-Event. Da können wir wieder alte Freunde zurück ins Spiel holen, die jetzt schon länger nicht mehr gespielt haben. So ein Event gab es ja wirklich schon öfter und da gibt es ja immer wieder Gratis-Items. Und jetzt weiß man auch schon, was es dann beim nächsten Event geben wird. Und zwar würde ich sagen, blende ich mal direkt ein kleines Bild ein, wo das Ganze dann hier gezeigt wird. Denn wir müssen hier wieder mal Punkte zusammen mit unseren Freunden sammeln und dann gibt es hier verschiedene Belohnungen. Bei den ersten 50 Punkten, die wir gesammelt haben, gibt es hier ein Emoticon, ist erstmal unspektakulär. Bei 100 Punkten wird es dann hier diese Lackierung geben, die blende ich auch direkt nochmal ein. Die sieht an sich schon mal wirklich nice aus. Dann gibt es bei 150 Punkten hier diesen Gleiter, so ein Surfboard. Das ist auch wirklich für einen Gratis-Gleiter ultra nice. Aber jetzt kommt das wirklich Coole. Und zwar bei 250 Punkten gibt es dann diese Spitzhacke hier. Und die kennt man auch schon. Das ist ja hier, wie man sieht, eine Marvel-Spitzhacke. Die ist ja vom Wolverine. Und die konnte man auch, glaube ich, mal irgendwie durch so einen Comic bekommen, soweit ich weiß. Also die gibt es jetzt auch einfach mal gratis zu holen, wenn wir da mit Freunden spielen. Und jetzt zeige ich nochmal ganz schnell, was wir dann machen müssen, um die ganzen Punkte zu bekommen. Denn das sieht man hier auch schon. Hier kriegt man die ganzen Punkte, wenn man zum Beispiel einfach Freunde von Profil aus einlädt, wieder ins Spiel zu kommen. Das gab es ja auch schon, wie gesagt, beim letzten Event so. Da musste man einfach Leute auswählen vom Profil aus, um die zurück ins Spiel zu holen. Da musste man mit denen einfach zusammen spielen. Das sind auch hier wieder die weiteren Aufträge. Einfach Leute zurückholen, mit denen spielen und zusammen mit denen halt hier XP sammeln. Das sind die Aufträge. Da gibt es dann verschiedene Phasen, wo wir dann mit denen einfach zusammen spielen und Aufgaben machen müssen und dann gibt es hier die ganzen Punkte. Also wirklich ganz einfach. Man kann mit denen dann im normalen Battle Royale, im Null bauen, im Gruppenkeil-Modus oder auch in diesen Creator-Maps zusammen spielen, um XP zu farmen. Kann man eigentlich gut nutzen, um dann einfach die ganzen Aufgaben zu machen. Denn aktuell gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Aufgaben. Und wenn dann das Event bald startet, könnt ihr einfach zusammen mit den Leuten die Aufgaben machen und kriegt dann somit ganz entspannt eine richtig coole Spitzhacke sowie Gleiter und Lackierung. Ja, das wollte ich schnell gesagt haben und das war es in dem Sinne auch schon dazu.